Was ist jetzt die psychologische Studierendenberatung genau? Wir sind eine Einrichtung des Wissenschaftsministeriums. Wir sind zuständig für Studienwahl am Ende der Schule für Studierende. Wir sind zuständig für Schwierigkeiten, Probleme, die während des Studiums auftreten. Vielleicht magst du noch ergänzen. Naja, und auch eher persönliche Probleme im Studium, aber jetzt auch eben, wie meine Kollegin schon gesagt hat, Schwierigkeiten im Studium oder bei der Studienwahl an sich. Und wenn man jetzt zu Ihnen kommt als angehender Student, und wie können Sie einem da helfen, was das richtige Studium ist? Also wir versuchen, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, also auch den Schülern in dem Sinne Anleitung zu geben, wie sie einerseits für sich ihre Interessen erkunden können, aber auch wie sie gezielt bei der Studienwahl vorgehen können, also sich informieren können. Wenn es jetzt um Bewältigung der Probleme im Studium geht, was für Probleme treten denn da häufig auf? Naja, es können Lernprobleme sein, dass man jetzt so gut vorankommt im Organisieren des Studienalltags und auch der Lernstruktur. Es können aber auch Prüfungsängste auftreten, aber alle anderen psychischen Probleme genauso im Studium. Ich meine, was mir noch wichtig ist, ist auch in der Zeit häufig so ein Ablösungsthema von zu Hause, also auch selbstständig werden, das ist auch häufig ein Thema. Neue soziale Kontakte knüpfen zum Beispiel. Es geht einfach darum, dass die Studierenden lernen müssen, allein zurechtzukommen und auch ohne ihre Klasse, also ohne ihre bisherigen Bezugspersonen. Und da, wenn Leute von auswärts kommen und die Stadt nicht kennen, die Uni nicht kennen, dann manchmal sehr große Probleme haben, sich da einzuordnen, sich wieder neue Freunde zu finden, ein soziales Netz aufzubauen. Und da sind wir auch zuständig, dass wir ihnen da dabei behilflich sind, dass sie da nicht so vereinsamen. Das ist ja eine Einrichtung vom Ministerium, haben Sie gesagt. Fallen da für die Studierenden Kosten an? Nein, ist kostenlos. Ich kann nur sagen, wir haben jetzt im Moment Wartefristen für einen Termin von 3-4 Wochen. Also das zeigt schon, dass überhaupt gerade November, Dezember ist eine sehr intensive Zeit. Darum ist es auch wichtig, dass man sich früh genug meldet, ja, und auch nicht sagt, so jetzt sofort brauche ich was, sondern eben auch sagt, ja gut, ich melde mich früh genug, damit ich dann einen Termin bekomme. Super, vielen Dank, Dankeschön. Ja.